Kunstflug im Helikopter ist ja nichts mehr Neues. Wir haben ja einen Haufen kleine Helikopter, die 3D-Kunstflug machen. Aber hier die großen mit der Turbine. Hallo, ich bin der Chris von Fastpeak und ich zeige euch jetzt die Autofüllstation. Also wir haben jetzt hier den Fuelbag enttankt und dann wird hier am Display, da kann jedes Display, wo so üblich ist, kann genommen werden und dann zeigt an, wie viel da noch drin ist. Wenn es leer ist, dann schaltet es automatisch ab. Das wäre jetzt der Fall. So, jetzt ist leer, das hat aufgehört zu laufen. Jetzt können wir es wieder füllen. Das geschieht auch alles automatisch. Jetzt mache ich aber zum Demonstrieren mal noch schnell ein bisschen Luft rein in das System. Um zu zeigen, dass das System die Luft wieder entfernt. So, jetzt wird es vollautomatisch befüllt. Wir haben hier den Fuelbag, da ist ein perforierter Schlauch integriert, sodass auch bis in die letzte Ecke die Luft nachher abgesaugt werden kann. Und hier ist ein Filzpendel, das verhindert, dass sowohl Dreck als auch Luft in Richtung der Turbine kommt. Hier ist der Schlauch zur Turbine und hier wird betankt. Der Fuelbag ist sehr reißfest. Und er ist absolut geruchsneutral, also das Kerosin riecht nicht raus. Wird einfach befestigt über zwei Spanten und zwei Kohlefaserholme. Die Fuelbags können genau nach Maß gefertigt werden. Ja, meine Frage, was kostet der Spaß? Also die Tankstation kostet hier auf der Messe 299 Euro mit Kanister und der Fuelbag kostet so in dieser Größe rund 75 Euro. Und die Ansteuerelektronik? Die hat eigentlich jeder schon von der Turbine ja dabei. Also es funktionieren ProJet, EvoJet, GT-Box, hier haben wir Beotech, hier haben wir Jakodowski, hier JetCat. Die funktionieren alle und können hier einfach angesteckt werden. Braucht man aber nur, wenn man die Modellspeicher editieren möchte oder das Modell wechseln. Sonst braucht man die nicht, dann reichen nur die zwei Taster verfüllen und entleeren. Jetzt sehen wir hier, dass der Druck langsam ansteigt. Sobald der einen gewissen Wert erreicht hat, dann schaltet das System ab und zieht die Luft aus dem System raus. Jetzt wird die Luft rausgesaugt, das sieht man hier. Und das ist made in Germany. Ja. Super. Vielen Dank für die Erklärung. Ja. Und ich wünsche Ihnen auch gute Geschäfte. Danke.